Hi, willkommen bei Andreas Outdoor. So, ich genieße noch weiter meine Ferien. Super Wetter, momentan über 30 Grad. Ich war auch letzte Woche ein paar Tage auf einem Campingplatz mit dem Zelt unterwegs. War super. Jetzt habe ich gedacht, okay, mache wieder mal ein Video. Und zwar habe ich mir in der Zwischenzeit zwei, drei Sachen zugelegt. Und das möchte ich euch kurz zeigen. Was ich euch zeigen will, sind zwei Sägen, die ich habe. Die eine ist die klassische Felco. Die habe ich schon seit längerem in Betrieb. Eine Klappsäge ist, wie ihr gesehen, sehr praktisch. Die Länge zusammenbeklappt beträgt 20 cm. Die Klinge ist arretierbar, also kann nicht mehr zurück zum Lösen drücken und dann kann man sie wieder einklappen. Ein weniger Nachteil ist, sie ist hier nicht gesichert. Sie kann also eventuell im Rucksack aufgehen. Das Klingenblatt selber misst 14,5, also die Schneiden, die da die Zähne sind, die Schneidzähne, ist wie bei allen Klappsägen klassisch eine Zugsäge. Er arbeitet sehr gut, man kommt mit der gut voran, man kann auch hier Ersatzteile kaufen. Das Gewicht beträgt 157 Gramm. Das zweite Modell, das ich habe, ist von Wisent, habe ich im Bauhaus gekauft. Kann man natürlich ganz klar nicht vergleichen mit einer Klappsäge. Aber ich habe mir schon gedacht, ein paar Mal wäre ich froh gewesen, ich hätte wirklich eine gute Säge, mit der ich auch große Äste wirklich gut durchsägen kann. Habe ich dieses Modell gesehen, macht natürlich auch ganz anderen Eindruck. Ist eine Bügelsäge. Ist natürlich auch vom Volumen her ganz was anderes. Also wir haben hier 43 cm in der Höhe, hier sind es 20 cm und die Zahnung, also das Sägeblatt, ist 30 cm. Hier ist ganz klar, das Gewicht ist mit 486 Gramm, also fast ein halbes Kilo, ist natürlich ja, für ultraleicht ist das nichts mehr. Jetzt wollen wir natürlich schauen, wie sich die auch im Test verhalten. Ich beginne als erstes mit der Felco 600. Hier ein klassisches, nicht allzu dickes Holzstück. Geht einwandfrei. Jetzt mit der Wisent Bügelsäge. Also klar, kein Gegner. Also für diese Holzstärke ist es klar, da reicht die Klappsäge tiptop. Da ist die Zahnung der Wisent Bügelsäge fast ein wenig zu grob. Aber wir machen weiter. Hier haben wir jetzt ein stärkeres Stück Holz. Ja, klemmt zwischendurch, aber nicht so schlimm. Geht. Wieder die Bügelsäge. Also beißt sich recht ins Material. Oh, hier habe ich jetzt einen rechten Prügel. Also hier wird die Klappsäge sicher an ihre Grenzen kommen.
dieser Durchmesser. Ja, passt noch, aber man muss schon sich recht ins Zeug legen, um das mit dieser Säge durchzubringen. So, jetzt das Ganze mit der Bügelsäge. Hier, also das liegt jetzt sicher an dem, der sägt, oder etwas an diesem Sägebock, ist auch nicht mehr das Gelbe vom Ei, dass er so geharzt hat, aber man sieht, sie beißt sich anders durch, viel gröber, als die Felko ist viel feiner. Also ich gehe davon aus, es war für mich schneller durch, Kraftaufwand, ja, wenn der Bock richtig hält, richtige Konstellation machen kann, sägt man mit der schneller durch. Jetzt will ich das Ganze noch versuchen, wenn man das nur übers Knie hält und sägt. Also es hat jetzt mit beiden recht ordentlich funktioniert. So, nun habe ich beide Sägenmodelle getestet. Also bei der Klappsäge ist klar, Größe, Gewicht, Packmaß ist sicher ein Vorteil. Auch wenn man nur kleine Stöcke sägen will, passt die wirklich sehr gut. Wenig der Nachteil ist natürlich, dass das Blatt, das kann sein, wenn man es zu weit hinauszieht beim Sägen, dass es sich dann verbiegt. Aber sonst muss ich sagen, sehr gut, so eine Klappsäge. Die Bügelsäge. Klar, Vorteil, man kann da wirklich recht ordentliche Stämme durchsagen. Bedingt einfach, dass sie gut platziert sind, dass sie gut halten. Auch der Vorteil, man kann sich nicht verletzen hier. Auch hier kann man das Sägeblatt übrigens auswechseln. Standardmäßig ist auch noch ein sagt man, Metall-Sägeblatt ist dazu noch. Ja, passt wirklich auch. Für mich würde ich sagen, für unterwegs im Wald auf Tour, ganz klar, Klappsäge, Lagerbau, stationär, ist sicher diese Option da hier sehr gut. Ich weiß, es gibt von beiden Modellen gibt es x verschiedene andere, die auch noch solches herstellen. Größe, Qualität, das ist klar, da kann man jetzt diskutieren. Es gibt Klappsägen, die sind immens lang. Aber jetzt so, ich sage mal, Preis-Leistung sind die beide gleich. Von dem her, ja, würde ich sagen, ist so, wie ich es gesagt habe, das für unterwegs, das statt für einen Belagerbau.
für mich die ideale Lösung. So, das war jetzt mein kleiner Sägetest. Da wir ja hier fast über 30 Grad haben, ist klar, trinken nicht vergessen. Gut, in diesem Sinne hoffe ich, dass das Video euch etwas zeigen konnte, die Varianten der Sägen. Wenn Fragen sind, ich werde sonst die genauen Modelle, wo ich es gekauft habe, werde ich unten in der Beschreibung noch verlinken. Und wenn sonst Fragen sind, ab in die Kommentare. Gut, dann sage ich danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Und tschüss.